kriegen? Wie man will. Wie man will. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Das sind ja gleich die Fragen aus der Geschichte, so lange her. Naja, Estampie ist eigentlich ein mittelalterlicher Tanz. Insofern, das war damals so üblich. So, da hat man noch nicht so Saltatio Mortis und so geheißen. Euch gibt es ja tatsächlich jetzt schon seit 30 Jahren. Länger. Wir haben Estampie gegründet am 15. November 1985. Kam es eigentlich, dass ihr dazu gekommen seid, eigentlich so richtig authentische Mittelaltermusik zu machen? Naja, das war zu der Zeit noch was sehr, sehr Außergewöhnliches. Unser Weg war klassisches Musikstudium, dann Barockmusik studiert in Salzburg am Mozarteum und dann eben die Neugier, immer weiter zurückzugehen, immer wieder Neues zu entdecken. Also der Gedanke, dass also damals war alte Musik neue Musik sozusagen, also entdeckte Musik. Eure verschiedenen Bandprojekte, kann man die irgendwie thematisch einteilen? Man konnte es ganz genau unterteilen. Also bei Kantal ist es so, also es ist wichtig, die uns unterteilen für uns selber, weil sonst wird man ja irgendwie ganz kirre im Kopf, da weiß ich gar nicht, mit welcher Band ich eigentlich auf der Bühne stehe, ne, irgendwann. Also Kantal ist einfach mit Elektronik, das ist ganz klar. Das Gegenteil davon oder am anderen Ende der Skala ist Vocami, das ist ein ganz klassisch mittelalterlich, hauptsächlich Vokal. Und Estampie liegt so ein bisschen dazwischen und da gibt es also diesen großen Bereich sozusagen des Crossovers mit allen möglichen ethnischer Musik. Eselt ist jetzt so spezieller Fall, ja, sagen wir mal so Lounge-Musik oder sowas, also bestimmte Art von Elektronik, die nicht dieselbe ist wie bei Kantal. Wir haben also immer wieder, und das ist auch ganz wesentlich für alle Projekte, irgendwo so versucht, die Grenzen des Genres auszuloten. Ich brauche immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder was Neues passiert. Und wo geht es dann noch ein Stück weiter? Zum Beispiel waren wir in der Mittelaltermusik eigentlich die Ersten, noch vor Corvus Corax und Sapvetuselli und In Extremo, die in Mittelaltermusik zum Beispiel Schlagzeug verwendet haben. Also da war natürlich der Protest war da riesig, ne? Und dann ein paar Jahre später war das also gang und gäbe. Kleine Gedächtnisfrage an euch. Wisst ihr, wann ihr das erste Mal im MAV war? 99. Okay. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Gibt es irgendwas, was euch ganz besonders im Spektakulum gefällt? Es ist einfach so, gehört halt zu uns dazu auch irgendwie. Die Melange ist es. Auch die Räumlichkeiten, das Equipment, was da ist, das verzaubert die Leute ja auch immer wieder. Also ein kleines kreatives Wohnzimmer sozusagen. Ja, sozusagen. So würde ich sagen. Ja. Genau. Ja. Gibt es da noch irgendwas, was ihr den Fans vom MAV sagen wollt? Ja, wir wollen, dass wir uns wiedersehen, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Ja, dann vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Ja.